Wäre ja auch zu schön gewesen. Was führt dich in meinen Wald, junger Mann? Was verschafft mir diese Ehre? Wer bist du? Ich muss nach Limansk. Limansk war für viele Jahre verloren und es gab viele gute Gründe dafür. Es wäre für uns alle das Beste, wenn es auch dabei bliebe. Was willst du in Limansk? Es geht um Leben und Tod. Du bist kein gewöhnlicher Mann. Die Zone hat dich gezeichnet und ich weiß nicht, ob das ein Fluch oder ein Segen ist. Der gewohnte Lauf der Dinge wurde gestört. Die Zone wird immer instabiler und du bist ein Teil dieser Geschehnisse. Ich werde dir helfen, auch wenn ich nicht sicher bin, ob es das Richtige ist. Nach Limansk zu gelangen ist nicht einfach. Der kürzeste Weg in die Stadt ist über die Brücke, aber die ist zurzeit hochgezogen. Allerdings musste ich mit Überraschung feststellen, dass sie nicht der einzige Weg ist. Die Freiheits- und Wächterfraktionen haben die Brücke gleich nach der großen Emission hochgezogen. Aber die Banditen sind einige Tage später dennoch an das andere Ufer gelangt und haben die Brücke unter ihre Kontrolle gebracht. Das bedeutet, dass es mindestens einen weiteren Weg dorthin geben muss. Und wie haben die Banditen es auf die Seite geschafft? Die große Emission hat die Zone stark verändert. Die gewohnten und sicheren Wege sind mittlerweile von tödlichen Anomalien verseucht, während an anderen Stellen neue Zugänge entstanden sind, die zuvor jahrelang unzugänglich waren. Und ich bezweifle, dass schon alle entdeckt wurden. Ob du es glaubst oder nicht, auf meinem PDA empfange ich ab und an Funkspruchfetzen aus der Gegend von Limansk. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Einige Stalker haben neue Wege in die Stadt gefunden und brauchen Hilfe. Was ist denn mit den Stalkern passiert? Leider ist das Signal so schwach, dass ich nicht viel damit anfangen kann. Soviel ich verstanden habe, sind die Stalker in einer Raumschleife gefangen. Wohin sie auch gehen, sie landen immer an ihrem Ausgangspunkt. Wenn wir sie da herausbekommen könnten, würden wir erfahren, wie man nach Limansk gelangt. Was soll ich tun? Gehe zu den Militärlagern. Auf den Hügeln dort oben sollte das Signal stärker sein. Wenn du etwas herausfindest, lass es mich wissen, ja? Erzähl mir nochmal von Limansk. Okay. Vergiss nicht den alten Mann. Ach, der kann verbessern. Nee, das möchte ich nicht. So, machen wir hier mal einen Speicherpunkt. Und dann hören wir auch mit der Folge auf. Für euch geht's dann entweder gleich weiter oder nächstes Mal. Bis dahin, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stalker Clear Sky. Ich muss mich erstmal umsehen, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. So, rede mit dem Kommandanten des Außenpostens. Wo ist er denn? Das ist hier. Müssen wir wahrscheinlich hier hin, oder? Zur Müllhalde? Ich bin mir nicht sicher. Wir laufen einfach mal. In der Hoffnung, dass uns jetzt nichts angreift. Denn wir haben ja bloß noch Schrotflintenmunition. Die sind auf jeden Fall freundlich. So, guck mal, da haben wir eine Kiste, die können wir looten. Das nehmen wir mit. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zu schwer. Oh ne, geht sogar noch.
Okay, warte mal. Nehmen wir doch lieber die Waffe. Und ich glaube, hier müssen wir einen kleinen Cut machen gleich wieder. Denn wir werden das Level switchen. Also sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Und wir sind zurück. Jetzt müssen wir hier mit dem Anführer reden. Ich hab's mit den Ohren. Sprich lauter. Zeit lang! So, was ist mit den Leuten vom Militär passiert? Sie sind dort. Die meisten jedenfalls. Die Überlebenden der zahlreichen Angriffe durch Zombies und Mutanten sitzen jetzt wie Ratten in einem Loch in ihrer Basis beim Helikopterlandeplatz fest. Außerdem haben wir während der großen Emission zahlreiche Kämpfer verloren. Was meinst du mit verloren? Was ist passiert? Ja, wahrscheinlich haben sie irgendwas abgekriegt. Bla 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 bla. Ich werde dorthin gehen und nach der Rechten sehen. Alles gut. Wir gehen dahin. Da gibt es ja auch irgendwo eine Kiste, die ich looten kann. Hier nicht. Hier auch nicht. Schade, ein bisschen Muni wäre nicht schlecht gewesen. PDA, da müssen wir hin. Ganz kurz, weil ich habe da gerade was gehört. Schüsse ab. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Wenn du reden willst, pack die Waffe weg und komm schön langsam näher. So. Was hast du hier zu suchen? Ich habe dich gesucht. Die Freiheitler beim Außenposten haben gesagt, dass hier weit und breit einige Männer verschollen sind. Was ist passiert? Er hat keinen Plan. Mission, lalala, verschollen. Sind sie vielleicht tot? Es ist fast unmöglich, eine Mission zu überleben. Funkzeichen, okay. Einen netten Auftrag hast du da für mich, aber was soll's. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ich muss mir genauso durch den Kopf darüber zerbrechen, wie die Gruppe gerettet werden kann, wie du. Lagerfeuer. Ich habe dich gesehen, mein Freund. Jetzt haben wir wieder nicht mehr allzu viel Munition. Na, da steht schon der nächste.
wo will er denn hin? Ich weiß nicht, wo er hin ist. So, warte mal. Erstmal Blutung stillen. Ein bisschen hochessen. Und speichern nicht vergessen. Wenn ihr uns hören könnt, wir stecken in einer Anomalie fest. Wir kommen nicht raus. Alles ist wie verzerrt. Egal wo wir hingehen, wir kommen nicht voran. Die Ausrüstung spielt verrückt. Wir können am Horizont die Umrisse einer Stadt sehen. Unsere Koordinaten 51, 10, 3, 1, 2. Ist da draußen jemand? Okay. Hunde erledigt. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir die anderen finden. Oh, 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 ja. Das war nicht sehr gut. Aber wir haben es überlebt. So, ich weiß nicht, ob das Freunde oder Feinde sind. Doch, die sind grün. Vielleicht gibt es da einen Händler. Dann können wir vielleicht mal so ein, zwei Sachen verkaufen. Ja, nicht. Dann gehen wir halt weiter. Und wir sehen uns wieder auf der anderen Seite. Bis gleich. So, da sind wir. Mal kurz aufs PDA schauen. Rede mit dem Förster. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Das sollten wir ja noch hinkriegen. Nebenmissionen haben wir in dem Abschnitt, glaube ich, nicht. Mal da rein.